Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VI. Letzten Part waren wir noch immer im Keller vom Geiz Haus. Jetzt habe ich mir endlich gemerkt, wie der heißt. War ziemlich krass dort unten, haben Ren gefunden und einen neuen S-Ballen Lakshmi. Den hat Terra jetzt ausgerüstet. Und da ich ein bisschen knapp gerade an S-Bahn bin, habe ich mir gedacht, wir holen uns gleich noch einen ins Boot oder aufs Luftschiff. Dazu muss ich allerdings kurzerhand mal das Team wechseln. Ja, ich muss. Hi, Ren, wie geht's uns so? Tun wir's, holen wir uns diesen Verrückten! Jo, Ren, das machen wir. Ich nehme bei Ren mal gleich mit. Sie ist eine sehr gute Magierin, die leider fast keine Magie kann. Sören nehme ich mit. Ansonsten. Das jetzt wäre auch mal interessant. Edgar. Und. Ja, Setzer. Mal ein bisschen merkwürdiges Team, aber es wird schon irgendwie rein und rein nach vorne, natürlich. So, die Rell, mach ja. Kann als zweiteinziger, oder wie man das sagt, dann mein Mentoring anlegen. Mutterliebe schützt gegen fatale Magieangriffe. Der Main Mentoring schützt euch vor dem Status Zombie und Tod. Ist richtig cool somit. So, ansonsten kann man ihr noch ziemlich viel geben. Als Erfahrungswert vielleicht. Da, oh nein, das zu viel Cape. Und die Ausrüstung nicht vergessen. Bam! Was? In der linken Hand gibt es nichts für sie. Da muss ich gleich schauen. Für sie ist auch die Bahamut-Rüstung hier, den wir mal in der Höhle geholt haben, wo wir Shadow gefunden haben. Ja, der ist richtig cool. Und wie ihr seht, sie hat eine Magie von 57. Ja, Magie von 57, das ist Terra-Niveau, wenn sie im S-Perform ist, Leute, ja. Ansonsten kann das fast keiner einholen. So. Mir ist hier reingehauen, Sian, wie sieht's bei dir aus? Ah, der hat auch noch viel zu lernen, glaube ich. Ja, der hat noch viel zu lernen. Du bist noch beim Paladin. Und Setzer. Wie sieht's bei dir aus? Phantom noch ausgerüstet. Waffen passt auch. Ja, hier nicht. Ganz bisschen. So, jetzt ist es besser. Relikt noch. Und dann geht's los. Rennstiefel und... ja. Erfahrungsei. Ja, er ist erst Level 29. Da wäre es nicht schlecht, wenn er es hätte. So, Pro Level Up, Stärke plus 1 ist jetzt auch nicht so verkehrt, könnte aber besser sein. Und Setzer ist kurz vor Level Up. Moment. Naja, egal. Darum komme ich mich später. So, Zelles. Weil ich jetzt so lange Zelles hatte, bin ich jetzt Zelles gewohnt. Aber nein, jetzt haben wir die kleine süße Helm vorne im Team. Warum denn nicht? Es spricht nichts dagegen. So, wohin geht die Reise? Ganz einfach. Es hat mal ein Dieb gesagt, es ist ein Horror gewesen, in Burg Doma zu übernachten. Und das werden wir jetzt auch tun, Leute. Es wird nichts nebenbei passieren, wenn ihr ohne Cyan reingeht. Oh, Moment. Die zweite Speicherung ist bei 10 Stunden und ich bin Level höher. Ich bereite da was gerade vor. Fürs Let's Play. Aber schon krass. 10 Stunden hinten oder 11 und 4 Level höher. Ja. Ja, wie gesagt, ich bereite da was vor. So, Layout, das ist jetzt nebensächlich. Willkommen in Burg Doma. Moment, Leute. Bevor ich da jetzt reingehe, ich kümmere mich kurz um die Ausrüstung. Ob ich irgendwas für Ren finden kann, das mache ich aufs Screen, weil das wird zu lang dauern. Bis gleich. Okay, Leute, ich habe keinen Shop gefunden, wo es ein Schild gibt für Ren, das ihr überhaupt tragen könnte. Darum gebe ich dir statt Weiß Cap die Genji-Handschuhe, damit sie jetzt wenigstens zwei Waffen ausrüsten kann. Und dazu, naja, zweimal ein Perlenstab. Perle ist wie gesagt hier das Element heilig. Gehen wir rein in Burg Doma. Da sind wir wieder. Hat ein bisschen gedauert, 5 Minuten oder so, 6, bis ich da mal rausgefunden habe, ja, für einen gibt es hier nichts. So, in Burg Doma selber kommen keine Gegner. Da ist Burg Doma ist zu Hause und Cyan tue ich mal innen nach vorne. Eigentlich wollte ich Helm haben, aber egal. Ja. Burg Doma. Es wurde gereinigt vom Wasser. Wenigstens etwas. Also, wenn hier jemand mal vorbeikommt, der kann ruhig das Wasser trinken. Es ist sauber, weil der Imperator
hat er gesagt damals beim Bankett, er will es säubern. Und er hat das ernst gemeint, kein Scherz. So, ich schaue mal kurz nach, ob es hier noch irgendwelche Schätze gibt. Bei dieser ziemlich interessanten Musik. Und nein, ich will es nicht ausruhen. Kein Bock dazu. Aber das werden wir gleich machen. Ich bin zwar okay, fast voll. Die MP kann der Edgar schon gebrauchen. Da, da, da. Ich finde Musik geil. Und ja, ich habe doch was vergessen. Hier ist ein Ether. Hier haben wir noch ein Elixier. Und das war's dann. War ich eigentlich schon beim Zimmer, wo Cyans Frau und Sohn verstorben sind? Nee, ne? Nein, nein, da war ich auch noch nicht. Ja, Burg Doma. Wie gesagt, ausgestorben. Weil Kev keinen See damals vergiftet hat. Ach ja, das ist schon ziemlich lange her. Aber ich erinnere mich so, als wäre es gestern gewesen. Vielleicht war es ja gestern für mich beim Aufnehmen. Vielleicht aber nur. Man weiß es nicht. So. Genug davon. Jetzt hier rechts rein. Und jetzt sich schlafen legen. Yay, gute Nacht. Ja. Guten Morgen und... Cyan wacht nicht auf? Hey, Cyan! Aufwachen! Will nicht. Was zum Teufel geht jetzt ab? Ja. Drei hüpfende Kinder. Ich bin cool! Ich bin Mo! Und ich die! Cool Modi. Wir sind die drei Traumvollstrecker. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, auf Englisch sind die drei irgendwie ein Easter Egg. Aber ich weiß jetzt nicht genau. Also, wenn ihr was da genaueres wisst, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Ich hatte da mal was gehört von. Seine Seele gehört uns! Seine Seele gehört uns! Seine Seele gehört uns! Was zum Teufel? Das wird ein Fest! Das wird ein Fest! Yay! Wald! Ja, willkommen in Cyans Traumwelt. Interessant, was hier schon mal abgeht. Drei Jungs, die einfach mal so ins Hören hineingehen und dann wir selber auch, die einfach mal so reinstolzieren. Ist ja nicht so, als wäre das normal, ne? Und Alltag. So, hier drin nicht so sicher selber speichern. Man ist jetzt alleine. Man muss seine Mitglieder zusammenfinden. Wie auf der Overworld. Nur, dass es hier nicht so krass ist. So, das sind drei Türen. Ich glaube, die mittlere war es. Ja, sieht gut aus. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber auf jeden Fall ist es hier sehr nervig, weil da sehr viele Gegner kommen, die mit Zuständen kämpfen. Und wow, gut, dass du es abgewehrt hast. Und dreimal Schokobo! Setzer! Schokobop! Yippie! Naja, 1000 Schaden, immerhin. Ohrfeige! Und Level Fragezeichen Perlen. Tschum! Gegen daneben! Das heißt, es ist immer gut, welches Level mein Gildanzahl hat. So, Blitz 2! Wing! Ich finde vor allem die Namen hier interessant. Die Barbe und die Kritikerin. Und dieses Beweis ist böse. Hilf mir! Wenn man jetzt physisch angreift, dann hat man jetzt eine 50%ige Chance, dass man sich selber verletzt. Aber magisch geht es durch. Nebenbei, im originalen Final Fantasy 6. Da war es ziemlich interessant, da wurden diese mehrwillige Frauen, die es hier darstellen sollen, mehr nackt gezeigt, sagen wir mal so. Mehr freizügiger. Und hier, ja, haben sie halt mehr Gewand an. Aber generell, da haben sie einfach weniger zu anzuziehen. Ich glaube, denen waren einfach heiß. Heiß in Cyans Traum. Das könnte man es bald zweideutig verstehen, aber egal. Tschüss, Barbe! 2000 Erfahrungspunkte gibt es für und setzt den Bekampf Level ab, wenn du überrascht bist. Wenn er nur 400 Erfahrungspunkte gebraucht hat. So. Durch die Tür und wir's. Ach, verdammt, ich hab's zuvor gegriffen. Ah, ja, ja. Zurück. Zurück. Ich bin wieder zu weit vorne. Das war nicht die mittlere. Die mittlere Tür ist zum letzten. Woher ich das weiß? Ja, ich hab schon oft gespielt. So, ich versuche hier zu fliehen, weil das sind ziemlich krasse Gegner, aber sieht schlecht aus bis jetzt. Ja, es wird nichts. Feuer 2! Feuer 2, Setzer, komm! Zünzion! Die Parasiten sind sehr böse und auch der Allosaurus, nicht zu unterschätzen. Und wow, es sind schon noch 1700 Schaden tot, das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Egal. Spielen! Wir spielen eine Runde! Diamanten! Seven Flash! Wups, wups, wups. Der Allosaurus ist zwar ein ziemlich langsamer Gegner, aber passt auf ihn auf, er haut rein. 3 Magiepunkte und 2000 Erfahrungspunkte. Ist gut, dass Seth ein paar Erfahrungspunkte bekommt. Der ist ja das Level 31. Da passt das schon. So, kennst du die über den Start? Dann war es die linke Tür. Wenn es die mittlere nicht war. Die mittlere ist also zum Ende. Okay. Ja, das war sie. Auszeit! Und meine Brille ist ungerecht. Bis dann! Tschüss! Und da ist er wieder. Hallo, Edgar! Willkommen zurück in mein Team. Jetzt haben wir wieder Edgar und nein, ich mache Atman und ja, Sauger. Weil nichts Besseres einfällt. Die Kraftschärpe auf jeden Fall nicht wegrüsten von Edgar, da es ja jeden magischen Angriff halbiert. Und auch hat eine gute physische Verteidigung. Zack und tschüss! Geh nach Hause! Wow, Atman macht schon etwas über 1000 Schaden. Nett. Wie gesagt, Atman ist von den HP abhängig, wie stark die Waffe ist, aber es ist ja schon die volle Stärke fast. Okay, es geht noch viel stärker. Ich glaube, die maximale Stärke hat die Atman-Waffe bei 7000 HP. Also wenn man selber 7000 hat. Ich glaube, es war jetzt der obere Weg. Rechts. Wow. Ich weiß doch noch einiges. Auszeit, meine Brüder ist ungerecht. Tschüss. Jo. Die drei Brüder sind wieder zusammen. Hallo Relm, willkommen zurück. Und jetzt heißt es auf Brüdersuche. Jetzt. Hierauf? Ja, ja, jetzt weiß ich wieder. Und da sind wir wieder hier. Warum es hier so komisch aussieht? Ja, wir sind mehr oder weniger in einer Traumwelt. Wieder der Allosaurus, das sollte kein Problem sein. Zack! 1000 Schaden und zack! Perlenstab! Chance auf den Zauber Perle. Oder auch genannt Holy. Welche Version vom Spiel heißt das Holy? Ich glaube, da brauche ich nicht erklären, was das sein soll. Heilig elementarer Schaden. So, ihr schon wieder? Wisst ihr was, Freundchen? Ich male euer Porträt. Voll die, wie sagt man? Drohung. Gigavolt! Bam! Ist so eine Art Blitz 2 von der Stärke her. Aber sieht aus wie Blitz 3. Ja, findet den Fehler. So, weg mit euch! Flitzebogen! Okay, da ist jetzt schon Müll, mehr oder weniger der Flitzebogen. Den kann man in die Tonne kloppen. Werde ich bald mal verkaufen. 3 Markierpunkte und Relm erlernt Osmose und Raspel. Das kann sie sehr gut gebrauchen, weil ich werde sie später als Magier verwenden. Bei dem Magiewert, den sie hat, ist das nicht verkehrt. Ich guck mal kurz. Ah, kein Ziff. Okay. Bei Level Up sogar noch Magiewert plus. Ja, schön. Jetzt da rein und what the hell? So rot. Und jetzt sind die drei Brüder da. Wir sind die drei Traumverstrecker. Gut, alle sind hier. Möge der Spaß beginnen! Los geht's! Fight gegen die drei Traumverstrecker. Cool, Mo und die. Einer ist Feuer, einer ist Eis, einer ist Blitz. Ich glaube, man erkennt es sogar, wer was ist. Sollte damit kein Problem sein. So, der obere hat eine Eisschwäche, der links hat eine Feuerschwäche. Und der Blitztyp, der rechts unten, der hat eine gemischte Schwäche mit allen irgendwie. So, ich rufe mal die Schokobos. Schokobo-Kick! Und jetzt, Eis 2. Man sollte zuerst den oberen besiegen. Ihr könnt natürlich auf eine andere Reihenfolge vorgehen. Aber wer Final Fantasy 4 gespielt hat, weiß, was passiert, wenn man das in falscher Reihenfolge macht. Es ist, man könnte sagen, die drei sind die drei Markus-Schwestern in männlicher Form und halt noch die Jungs. Delta Attack! Ist Stein. Ziemlich böse. Und Stopp! Ja, die drei kämpfen mit sehr vielen Zuständen. Das kann noch nervig werden. Oh ja, das wird noch nervig. Arschutz! Ich glaube auch nicht erklären, was es ist. So, Magie, heilen. Heilen schützt vor schützt nicht, aber heilt alle Stars und erhält was? Er hat 9400 geheilt, die ganze Gruppe von denen. Ja, kein Wunder, dass der Rote weg muss. Und wieder Delta Attack! Und tschüss. Wenn man versteinert wird, ist der Stoppzustand aufgehoben. Also, der vergeht dann wieder. Somit ist das ja eigentlich ziemlich gut.
Pangerellen fürs Auftauen. So, Setzer, zünd! Warum zünden? Er soll einfrieren. Ja, ja, ich habe es schon gedacht. Entschuldigung, tut mir leid. So, Eis. Und du da hinten? Sei ein bisschen langsamer. Und ich spiele wieder eine Runde. Woo! Bar! Dreimal Bar wäre geil. Ja, okay. Weil dreimal Bar ist wirklich etwas Nices. Ich werde natürlich alle Spiele noch zeigen, aber es wird sehr nervig. Und wieder Delta Attack! Es wäre nicht schlecht, wenn die dreimal irgendwann mal chillen würden, aber nö. Kein Bock. Reflex! Der hat sich Reflex auf sich gemacht. Verdammt! Dabei wollte ich ihn gerade angreifen. Egal, es geht auf Edgar, ist mal gar nicht so schlecht. Da die Sauger Waffe jetzt auch Schaden macht. Er macht Feuer 3! Auf sich selber. Okay. Auf Setzer geht es, ist gut, weil wenn man versteinert ist, bekommt man keinen Schaden. So, ich grüße mal um. Blizzard. Blizzard-Attacke! Yay! Relm ist jetzt voll der Heiler geworden. Was soll ich sagen? Sie ist auch ein guter Magier. Von daher. Und wieder Delta-Attack! Und tschüss! Ja, wisst ihr was? Ihr drei, ihr nervt. Und zwar derbe. Feuer! Schon wieder jetzt Feuer. Okay, mein Fehler. Mein Fehler! Ich glaube, ich muss hier mal einen auf Hass machen. Achso, Moment, da ist HD, ja. Okay, okay, ja. Perlenwind. Er heilt wieder die ganze Gruppe. Ziemlich böse. Kann man Vertreib machen, ja. Vertreib ist, ja. Alle positiven und negativen Zustände werden entfernt. Positiv und negativ. Nicht vergessen, Leute. So, zack, bumm und tschüss. Und 1000 Schaden und nochmal 800 drauf. Delta Attack! Heilen. Ich bereite schon mal vor. Auf Edgar, okay. Chocobo! Was nichts bringt, weil die drei schweben. Und Chocobo ist halt leider erdelementarer Angriff. Was ich ein bisschen komisch finde. Warum Chocobos erdelementaren Angriff sind. Ja. Brauche ich nicht verstehen, oder? Aber es kann doch sehr nervig werden, die drei. Stumm! Auf Edgar. Okay, ist mir egal. So, Magie. Langsam. Hast du schnell? Leider nicht. Langsam, okay. Heilen. Das nervt. Das nervt wirklich. Alter. Eis 2. Es wird hier gezaubert. Langsam auf Edgar bringt nichts, weil er schon versteinert ist. Heilen! Ups! Also ich kann euch nur empfehlen, hier Schutz vor Stein mitzunehmen als Accessoire. Rem ist das relativ egal, weil sie den Memento Ring hat. Der Memento Ring verhindert den Zustand Stein. Verhindert eigentlich sehr viele Zustände, was ich richtig geil finde. So, auf! Rem, wie gesagt, ihr Memento Ring verhindert das. Es verhindert wirklich fast ziemlich viele Zustände, aber nicht alle. Das ist nicht so eine Art Schleife. Was ich schade finde. So. Jetzt friere ich denn da oben mal ein. Da kann ich mal. 2000 Schaden immer schön. Ja, ja, ja. Feuer. Du kannst mich mal. Jetzt geh jetzt ab. Yeah. Jetzt wirst du sterben. Er macht nochmal A-Schutz. Na gut, die glaube ich, ist das der Elektro. Aber sobald einer von denen tot ist, ist der Kampf einfacher. Ja, eben, sobald einer tot ist. Nur bis dorthin dauert es. So, er macht wieder auf Rellen, bringt nichts. Weil sie, wie immer, je und je ihr Mentoring hat. Den werde ich nicht abrüsten, ja? Und schon gar nicht während dem Kampf, das geht gar nicht. So, der erste ist tot. Endlich, hey, Alter. So, es ist da links hinten dran. Und dann der Elektrotyp. So, Rellen, schön angegriffen. Und jetzt Blitz 2. Jetzt können sie ihre Delta-Attack nicht mehr einsetzen. Aber nach einer Zeit wird der dritte wieder belebt, wenn ihr zu lange wartet. Also einfach reinhauen! Edgar, du wirst mal kurz umblizzert. Ups, Flammensäbel. Flammensäbel! Aber ihre Magie ist nicht stark, Leute. Ihr seht, man hält das ja relativ gut aus von den dreien. 7! Ja, 3x7 bitte! 7! 7! Ja, komm! Komm! Komm!
Komm! Ah! 3x7 wäre geil gewesen. Schade. Eieieiei. Ich könnte natürlich jetzt sagen, was passiert, wenn man 3x7 hat, aber ich lasse es mal. Falls wir doch mal das so sehen. So. Der Atman-Waffe ist egal, ob man von vorne oder von hinten angreift. Einfach draufknallen. Und die drei sind ja auch menschliche Gegner. Heißt das, setzt es ein Menschenfresser, macht doppelten Schaden. Was mal gar nicht so schlecht ist. So, und Ren kann gut heilen. Oh ja. Und jetzt ist der zweite Tod. Puh. Ich sage, sobald der erste Tod ist, geht's eigentlich. So, Osmose. Osmose, gib mir ein bisschen MP, Freundchen. Der Ren gehen sie nämlich schon aus. Osmose! Danke, Sir. 300 MP? Wow. Das ist doch ein bisschen was. So, der D. Ich sage, das ist der D. Was hier wieder mal lustig ist, der blaue von denen, ich glaube das war der Mao, der kann sich verstecken im Kampf. Wer nicht mehr viel aushält, dann geht er vom Kampffeld runter. Aber hier wollte er einfach weiterkämpfen, bis er stirbt, ja. Ist mir auch recht. So, und du kannst nichts mehr, mein cooler IT, ja? Du bist so gut wie tot, haut rein! Bam, Perlenstab, nochmal Perlenstab! Und jetzt Perle! Yay! Oder auch Holy! Sehen wir den Zauber auch mal. 2600 Schaden, ja? Element Heilig ist krass. 6 Mapping-Punkte. Setzer lernt Tarnen. Setzer lernt den Berserker. Haben wir drei Traumvollstrecker besiegt, die sich in Xuan einfach mal so reingegangen sind? Haben wir Xuan jetzt somit einen Gefallen getan? Egal. Setzer, ich gebe dir mal den Meditier bei dir. Das dauert noch. Und das dauert auch noch. Gut. Ist hier unser Freundchen? Nein. Willkommen, Leute, in Xuans Traumzug. Der Todeszug. Ich habe ihn vermisst. Nur leider spielt die Musik nicht. Die vermisse ich hier ein bisschen. Die Todeszugmusik. Aber was ich interessant finde, ist, man kann hier einfach mal so speichern. So, Zelt einsetzen. Mir sind die MP-Fassen ausgegangen. Besetzer. Also passt das schon. Wie gesagt, der Todeszug ist geil. In der Welt, wo die noch nicht zerstört wurde, war es einfach einer der besten Orte. Jetzt, wo die Welt zerstört ist, gibt es den Todeszug nicht mehr. Außer hier, im Xuans Traum. Ihr könnt den Todeszug ruhig suchen, Leute, aber ihr werdet ihn nicht mehr finden. Und hier ist Xuan! Hey, Xuan! Er wird verfolgt von einem kleinen Geist, der einfach mal so durch uns durchgeht. Ja, das ist Xuans Traum. Und jetzt, dieser Waggon ist anders als zuvor. Und jetzt wird's leicht nervig, soweit ich weiß. Diesen Schalter aktivieren, dann wird diese Kiste frei. Aber es kommen ja auch Kämpfe vor, das wollte ich nicht sagen. Och nee, nicht der! Aber es wird gleich etwas Böses passieren, sagen wir mal so. So, die meisten Gegner hier haben eine Heiligschwäche, sind untot wie eh und je. Allerdings haben sie eine Phönixfeder-Schutz, könnte man sagen. Sie sind nicht wirklich untot, sie haben nur einfach eine Heiligschwäche. Ob man sie jetzt tot heilen kann, weiß ich jetzt auch nicht genau, aber müsste schon funktionieren. So, wenn man jetzt hier durchgeht, seht ihr, die Kiste ist wieder zu, sie ist weg. Ja, tschüss. Muss ich wieder den Schalter drücken. Aber wie gesagt, diese Kiste ist jetzt sehr böse und ein Angriff von beiden Seiten. Das Umreisen auch ein ziemlich fieser Gegner. Weil der kann ganz schön Probleme machen. Und Imp ging dann eben gähnen. Ja, gähnen ist halt gähnen. So. Ohrfeige. Ja, mach mal ruhig auf Relm. Ohrfeige. Der juckt es kaum. So. Der linke Spalt tot, jetzt direkt angreifen. Yeah, 1000 Schaden! Wow, also der Perlstab ist schön stark und wenn ich zwei davon habe, ja, das haut rein! So, Edgar mal Bock zu kontern. Schön war's. 1000 Erfahrungspunkte, Sets bekommen Level Up. Geht schön dahin. Und jetzt etwas Interessantes: Die Kiste oder halt die Box hier hat sich bewegt und das während im Kampf. Wenn man einen Schalter da hinten drückt, kann man diese Kiste nicht erreichen, außer es ist ein Random-Kampf gekommen. Ziemlich crazy. Und darin
ist ein Genji-Handschuh, der dritte schon im Spiel. Also Edgar hat einen, Realm hat einen und jetzt habe ich noch einen Genji-Handschuh bekommen. Also langsam nur drei Tiers, oder? Drei Genji-Handschuhe, was soll ich denn damit? Okay, ja, man kann sie eintauschen im Kolosseum, aber... Diese Kiste ist auch lustig, wenn ihr dann nämlich rübergehen wollt zu der Kiste. Die bewegt sich mit. Da, ihr kommt ja nicht rüber. Richtig geil. Um diese Kiste vorwärts zu kommen, muss man diese Kiste aufmachen, einen Metallklotz bekommen. Und dann rein damit, den Metallklotz. Die Kiste bleibt stehen und man erhält diese Kiste. Und darin ist ein Flammenschild. Ist für Realm gut, oder? Kann sie das ausrüsten? Ja, sie kann das Flammenschild. Ist gut gegen Feuer und Eis. Ich glaube, es gibt keine Schwäche. Ah doch, Wasser. Immun gegen Feuer. Eis hat keinen Effekt. Schwachpunkt Wasser. Kann jeder ausrüsten. Wirklich jeder sogar. Das Sagau. Wow. Und gibt euch Feuer 2 mit mal 5. Also es lernt euch Feuer 2. Falls euch der Ifrit mit Feuer 2 noch nicht reicht. Oder der Maelduin. Ja, ist ein ziemlich cooles Schild somit. Nur wen gebe ich? Das ist immer die Frage. Ja, ich gebe es mal keinen. Ja, okay, ich gebe es mal keinen. Ich brauche die zwei Perlenstäbe. Es kommt dann nämlich etwas Interessantes. Und dieses Buch ist auch interessant. Prägt euch die Positionen ein. Dieses Wissen wird euch vielleicht retten. Ja, man muss den Schalter drücken und sich das hier merken. Moment. Das ist nebenbei bei jedem Mal spielen leider gleich. Das heißt, man kann sich das merken, aber ich schreibe es mir mal trotzdem auf. So. Man kann das jetzt natürlich ein bisschen umtun, aber es bringt nichts. Es ist immer diese Position, die ihr braucht. Später. Merkt sie auf euch. Merkt sie euch. Ihr werdet sie brauchen. So, neuer Raum. Und dieser Raum ist leicht nervig. So. Zuerst diesen Schalter. Dann bewegt sich das. Man kommt nebenbei nicht darüber, wenn das so steht, weil die Kisten hier den Weg versperren, werde ich euch gleich zeigen. Und wisst ihr was? Ihr Gegner, ihr nervt! Bam, der Samurai, der kann sehr böse sein. Der kann nämlich, wenn er Bock hat, einen mit sich nehmen. Sehr böse. Das ist nicht der Böse, das ist... Halleluja! Hilfe! Brenne, Barbe! Brenne! Tschüss, Barbe! War schön, dich kennengelernt zu haben. Setz lernt Raspel, Attack Program Level Up. Yay! So, wie gesagt, ihr kommt da nicht rüber, weil die Kiste den Weg versperrt. Darum muss man hier das drücken. Es gibt hier sowieso nur einen Lösungsweg, der ziemlich nervig ist. Wisst ihr was, ihr drei? Ihr nervt langsam. Es kommen hier generell immer die gleichen Gegner. Also wie der Samurai, der Surianda und die Barbe. Ihr werdet selten hier etwas anderes sehen. Selten. Und dass der Edgar Ohrfeige bekommt, ja, Ohrfeige ist einfach stumm. Allerdings ist mir der Edgar stumm egal, weil er greift sowieso nur physisch an. Obwohl er sehr viel Magie kann. Zwei Magiepunkte, der Setzer lernt der Osmose. So, Setzer, weil du schon Osmose hast, bekommst du den Karfunkel. Sabin hat ihn, okay, dann halt nicht. Dann bekommst du Golem. Da muss ich ein bisschen ummodellieren, ist kein Problem. So, Paladin ist bald gelernt. Wie sieht das mit Kalfziff aus? Ja, bald. So, jetzt diesen Schalter drücken. Dann gehen die Kisten nämlich runter. Die Kiste nehmen, darin ist ein Eisschild. Ich glaube, das haben wir noch nicht, oder? Eisschild. Immun gegen Eis, kein Effekt Feuer, Schwachpunkt Wind. Ich glaube, das haben wir doch schon. Egal. Was wir nicht gehabt haben, jetzt gesehen und was wir schon gesehen haben, auch egal. So, jetzt wird's interessant. Jetzt diesen Schalter. Diesen Schalter. Dann wieder zurück. Den hier. Ja, ja, jetzt ist es ein bisschen interessanter. Man muss es wirklich in dieser Reihenfolge machen, man kann es auch in anderer machen, aber in dieser ist es die kürzeste, die ich gerade mache. Natürlich könnt ihr auch ein bisschen herumprobieren, aber irgendwann kommt ihr schon drauf und wow. Setzer, 3000 Schaden. Und Realm hat verrückt gelernt. Realm verrückt! So, jetzt sind da drüben die drei Kisten. Und wer jetzt eins und eins zusammenziehen kann, der weiß, was jetzt kommt. Zuerst mal hier durch, hier unten. Und jetzt muss man die Kisten in dem Codeform
eingeben oder zumachen, die wir vorhin gesehen haben. Diese Position hier. Und dann einen Schalter drücken und dann kommt man weiter. Wenn man das nicht weiß, kann es sehr nervig werden. Man muss sehr viel herumprobieren. Ja, kommt selten vor, glaube ich, dass man das nicht checkt, was da gemeint ist. Oh, ich dachte mir schon. Setzer hat vor allem mit seinen 3000 einen kritischen Schaden gemacht. Ziemlich krass gewesen, alter Schwede. So, Schalter drücken und zack, bumm, die Tür ist offen. Mal heilen und weitergehen. Ja, in Cyans Traum, da geht's schon ziemlich ab. Ah! Vor allem, weil da so viele Regenmänner kommen. Die nicht mal Regen bringen. Ich glaube, sie können keinen Regen. Oder? Sie können Umschläger, weil es so eine Art Sturm ist. Aber ansonsten. Egal. Immer schön reinhauen. Geht er richtig ab hier. So. Müssen wir jetzt Lok vor wie im echten Todeszug oder wie sieht's aus? Auf jeden Fall ist hier noch ein Speicherpunkt. Wie im richtigen Todeszug finde ich interessant, dass sie das übernommen haben. Aber was hat das damit auf sich, Leute? Wo sind wir überhaupt hier? Ja, wir sind in Cyan drin, aber was hat das alles zu bedeuten? Bis zum nächsten Part, Leute. Ciao. Und ich schausche den Zug.